Halt die Fresse. So. Wow. Schauen uns jetzt den Spaß hier an. Ich habe hier schon mal eine Stunde vorgespult. Wir werden uns das Ganze hier nicht anschauen. Hier ist der Link, falls ihr das tun wollt, nach dem Stream. Und wir analysieren ein bisschen. Weil Nathan hat das. Ja. Du merkst auch, wie viel er redet. Der Talk hat noch nicht begonnen und wir sind schon bei 5 Minuten Dara. Ich bin angeblich immer noch leiser als du. Das müsst ihr früher in den Chat schreiben, wenn ihr das. Ja, ich kann mich ja ein bisschen lauter machen, das ist ja absolut kein Problem, aber dann ist Dara wieder zu leise. Das ist dann das. Das sind die Kapitalisten. Mach du dich mal ein bisschen leiser. Mach dich mal ein bisschen leiser. Dann passt das mit Dara wieder nicht. Also das müsst ihr früher in den Chat schreiben, gleich wenn ihr hier reinkommt und euch nicht erst nach nach einer Viertelstunde beschweren. Das ist gut gemacht. Bin ich jetzt schon leise? Was haben wir getan vorher, bevor Nathan in diese Debatte gegangen ist? Ich hab mich mit Karl abgesprochen, dass wir natürlich alle zu Nathan rüber raiden. Und wir machen das einfach mal ganz anders. Weil ihr wisst, wie das eigentlich ist. Ne? Er spricht mit Prolotopia. Und Prolotopia ist ein richtig, richtig übler Mensch, der richtig, richtig böse ist und richtig, richtig gefährlich ist. Und mit dem zu reden ist dementsprechend total, total richtig, so. Richtig schlecht und richtig böse. Ja, jetzt müsste es, glaube ich, passen. Okay. Das Chat kann sich aber beschweren, wenn wir denn zu laut sind. Jetzt gerade, jetzt ist eigentlich eine ganze... Hallo? Ja? Hörst du mich noch oder nicht? Ich höre dich noch. Okay. Ich finde, jetzt ist eigentlich eine ganz, ganz interessante Stelle, weil jetzt erklärt Dara, der Prolotopia vorwirft, überall Verschwörungen zu sehen, jetzt erklärt Dara, wie sie sich eigentlich tatsächlich gegen Prolotopia verschworen haben. Ja, weil sie eben sozusagen alle gemeinsam Nathan geradet haben, das heißt also alle Zuschauer, die gesamte Blase in einem Stream vereint und die Streamer sozusagen, ja, wie sie dann Nathan mit Talking Points füttern. Er wird das jetzt noch weiter ausführen. Nathan muss dafür krass weggecancelt werden. Ne? Also habe ich mich mit Karl abgesprochen, dass wir natürlich alle in seinen Chat gehen und Nathan niederbeleidigen, bis er das Gespräch abbricht. Hat er aber nicht gemacht, hat er bis zum Ende durchgezogen. Und auf Twitter haben wir ihn da noch beleidigt, wir haben da noch ganz viele YouTube-Videos darüber gemacht, in dem wir ihn beleidigt haben. Aber es hat alles nicht geholfen, hat nicht gehört. Richtig gemeint von Nathan. Und wir werden ihn natürlich auch die ganze Zeit jetzt durchbeleidigen, ist ja klar. Ne? Nein! Wir haben uns natürlich abgesprochen, diesmal alles anders gemacht, nämlich wir standen hinter Nathan. Wir haben gesagt, weißt du was, Nathan? You have our back. Und das war eine riesen Spaßveranstaltung für die ganze Familie. Nathan hatte einfach so circa 2000 Viewer, während er mit Prolotopia gequatscht hat. Und mit dem Rückhalt kann man auch mal jemanden komplett niederdebattieren. Migration begrenzen. Niederdebattieren. Er hat es trotzdem nicht gut geschafft. Okay, Nathan ist jetzt ein bisschen leiser. Das ist, aber das ist Daras Schuld. Dafür können wir jetzt nichts. Aufhören können, unsere Gesellschaft zu spalten. Achso, worüber haben sie bis jetzt gequatscht? Am Anfang meinte Prolotopia irgendwie Veganismus, da steckt halt eine Verschwörung dahinter und dann hält ihm Nathan noch vor, dass er sich bei der ganzen Shoyoka-Sache natürlich auch auf die Seite der Mobber gestellt hat, um auch Klicks abzugreifen. Auf die Seite der Mobber. Sachliche Kritik. Der Mobber. Mobbing. Ja, natürlich. Ist das, wenn wir hier auf Dara reagieren, ist das eigentlich auch Mobbing? Sofern wir ihm widersprechen, ja. Gut, können ja aber alle im Chat gerade mal reinschreiben, ob das Mobbing ist. Ja, also alle sind der Meinung, tja, wenn man auf die Wokies reagiert, dann ist man leider ein Mobber. Das lässt sich wohl nicht ändern. Ja. Und zeigt ihm das halt nochmal sehr gut auf. Und dann geht's nochmal allgemein um Woke und Kapitalismus und so Gedöns. Und da sind wir ungefähr jetzt. Wer ist denn wer? Das ist der Coole, der offensichtlich die Antifa-Flaggen im Hintergrund hat und die Trans-Rights und Queer-Rights-Flagge. Und? Die Transatlantifa. Ich hatte ihr letztens ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wie die Antifa für Rheinmetall demonstriert hat. Also soweit sind wir mittlerweile. Oh, bist du etwa gegen Antifaschismus? Ja? Ja, ich weiß, Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sind jetzt leider Antifaschismus. Da muss man jetzt dafür sein, sonst ist man Faschist. So ist ja, aber es ist tatsächlich so. Die Antifa hat da gegen ein Friedensbündnis demonstriert, was halt gegen Rheinmetall demonstrieren wollte. Vor dem Rheinmetallwerk. Oh, die Antifa hat sich schützend vor das Rheinmetallwerk gestellt. Nein. Das ist. Oh mein Gott. Weit ist es gekommen. Hier ist Prolotopia, der Sarah Wagenknecht hinten an der Wand.
Und ich sag mal so, diesen Hintergrund, ich weiß ja nicht, aber man könnte halt langsam mal versuchen, das Ganze ein bisschen professioneller zu gestalten. Ne? Ich weiß, ich bin ja auch in so einem schäbigen Gästezimmer, aber ich halte das alles hier bei mir schon wieder für geordneter. Naja, als halt einfach irgendwie ein Greenscreen, an den man ganz viel ranklatscht. Warum nicht das Gespräch von Beginn an? Weil mein Tag auch nur 24 Stunden hat. Damit trittst du dann genau gegen diese Menschen, ja, die du auf der anderen Seite verteidigst. Und das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist das Gleiche. Nö. Buchstäblich ist es das Gleiche. Doch, ist es. Vor allem, ergibt es ja auch gar keinen Sinn inhaltlich. Nein. Weißt du eigentlich, wie das funktioniert? Also wir sind uns ja einig, dass das Kapitalismus... Du musst Migration... Moment. Warte mal, Nathan. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, weil es gibt eigentlich bei OBS eine ganz einfache Funktion inzwischen. Ich habe eine Virtual Cam und dann kann ich einfach bei der Virtual Cam meine Webcam nehmen und die dann übertragen. Und dann hat der andere nur meine Webcam ohne irgend so einen anderen Quatsch. Aber kann sein, dass dann natürlich das Ende anschauen. Nee. Wir werden schon den Auftakt bis zu den Beleidigungen machen. Damit du mehr Ressourcen hast für die, die schon da sind und für die, die Hilfe brauchen, damit du die integrieren kannst. Du kannst nicht einfach sagen, wir haben jetzt schon keine Mittel, aber holen wir noch mehr rein. Das ergibt doch überhaupt von vorn bis hinten keinen Sinn. Das ist doch Blödsinn. Aber wir sagen, das ist alles, was ich sage. Ich sage, dass einfach der Status quo, wie er jetzt hier ist, wirst du keine Mittel rausbekommen. Ich würde sagen, auf dieses Migrationsthema habe ich nicht so viel Lust und da wir auch nicht so viel Zeit haben, würde ich gleich weiterspringen. Oder würdest du da widersprechen? Naja, gut, da gibt es ja eh nur eigentlich zwei Positionen, wie ich gemerkt habe. Und Wohlstand für alle hat sich da auch schon geäußert und Peter Schad natürlich. Ja, ich glaube nicht, dass wir da noch sinnvolle neue Impulse liefern können. Ja, ich würde, ja, deswegen, wir sollten uns hier auf Daras Woke-Ideologie bzw. seine ganzen antideutschen Unterstellungen hier konzentrieren und nicht so sehr dieses eine Thema jetzt beackern, mit dem sich Proletopia schon des Häufigeren beschäftigt hat. Den Arbeiter komplett entmachten, die Gewerkschaften zu zerstören, ne? Sondern da wurden Sozialsysteme ein bisschen gestärkt. Wann Democracy 4 Stream? Democracy 4 ist halt so langweilig, das kann ich halt niemals im Stream spielen. Vielleicht irgendwann in irgendeiner utopischen Stelle dann alles niederzumachen und alles, was irgendwie in der Gesellschaft passiert, hat eigentlich immer diesen Sinn. Und das ist so dieses typische eben verschwörungsideologische Verhalten. Du drehst dir einfach immer alles, was irgendwie in der Realität passiert, so, dass es irgendwie in dieses Narrativ passt. Du drehst dir alles in der Realität so, dass es in dieses Narrativ passt. Ist das nicht genau das, was Dara dauernd macht? Projektionsalarm, ja, absolut. Wenn man beispielsweise Dara nach der Folge klare Zitate nennt, warum der Westen die Friedensgespräche in der Ukraine sabotiert hat, warum der Westen mittlerweile seit nach Aussagen des ukrainischen Chefunterhändlers, das war ja damals bei meinem Gespräch zwischen Dara und mir, diese Aussagen war damals noch nicht bekannt, aber mittlerweile hat diese Version sogar der ukrainische Chefunterhändler bestätigt, der sogar sagt, wir haben keinen Frieden mit Russland geschlossen. Boris Johnson ist nach Kiew gefahren, hat gesagt, lass uns kämpfen und dann, ja, haben wir halt beschlossen zu kämpfen, anstatt einen Frieden mit Russland zu machen. Wenn selbst der das sagt, dann ignoriert Dara das einfach. Also ihr könnt da irgendein sachliches Argument bringen, er wird darauf nicht eingehen. Er wird es Verschwörungstheorie nennen, er wird sagen, ja, ist falsch, ist Wurbel, ist sonst irgendwas, er wird es nicht widerlegen, inhaltlich. Ja, man merkt halt, dass er eigentlich im Grunde genommen ein Idealist ist und kein Materialist. Also das merkt man einfach, wie er seine Argumente zusammenbaut. Das ist halt nicht auf materialistischem Wege geschehen, sondern das ist einfach, ja, weil so wie später dann Nazis können ja einfach aufhören, Nazis zu sein, ja, ist ja auch sein Argument. Ja, Russland könnte sich einfach zurückziehen, egal was seine materiellen Interessen sind, also richtig, Russland soll sich gefälligst so verhalten, wie ich das hier in meiner Traumwelt mir mal ausgedacht habe, völlig unabhängig davon, wie die Realität aussieht. Wie zum Beispiel die Ausländer kommen, in der Realität war es wahrscheinlich so, Angela Merkel musste eine schwierige Entscheidung treffen, okay, entweder wir schubsen die Menschen dort an der Grenze einfach wieder zurück, das erzeugt schwierige Bilder, das sorgt dafür, dass das Scheiße im Fernsehen aussieht, oder wir lassen die Menschen halt einfach durch und versuchen das eben zu schaffen und um die zu kümmern. Und das war's. Ne, so dieser Gedanke, ja, wir lassen jetzt die Menschen ins Land, wir holen die hier hin,
damit wir den Sozialstaat zerstören können, die Akzeptanz für den Sozialstaat schwächen, dass sie das irgendwie dabei gedacht hat, ist sehr, sehr weit hergeholt. Der ein oder andere hat vielleicht mal sich gedacht, könnte man. Nein, Politiker denken über ihre Entscheidung nicht nach, die würfeln die. Ja. Also. Ja, die machen das alle so wie Dara. Einfach so ganz spontan, wie fühle ich mich damit? Ja, komm, machen wir es so. Die haben auch keine Interessen. Na, überhaupt nicht. Sie haben auch einfach, das sind Vibes, ja. Man so ausnutzen, aber das heißt nicht, dass sie das getan hat, heißt nicht, dass das die Mehrheit der Bevölkerung oder die Mehrheit der Regierung irgendwie so gedacht hat. Ding vollziehen, den man in England sehr gut vollzogen hat, in den USA gut, ich meine, in den USA haben sie jetzt Kinderarbeit wieder eingeführt, in manchen Staaten. Waren die abgeschafft. Und ja, aber bei manchen haben sie jetzt wieder eingeführt und es ist sogar so, dass wenn Kinder bei der Arbeit, sie dürfen nur schwere Arbeit machen und wenn sie sterben, dann haftet nicht der Arbeitgeber. Ja, so, solche Sachen haben sie sich eingerichtet dort. Und das Gleiche wollen sie halt hier auch durchziehen. Jared ist gerade im Chat und schreibt, leider müssen wir dich canceln, weil du mit ihm gesprochen hast. Außerdem widersprichst du Lara sehr problematisch. Eigentlich problematisch, würde ich sogar sagen. Ja. Sein ein verspätetes Geschenk, ja. Also 2 Tage zu spät, aber nee, ist ja noch kommt noch mal richtig was. Weihnachtsfeiertag. Ja, okay. Aber wer wird heute noch beschert? Ja. Ich nicht. Sie wollen Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen, aber dazu muss das Sozialsystem. Wer sind denn diese Sie? Jetzt kannst du, Moment, warte kurz. Die Nationalstaaten haben Interessen. Oh nein. Also das ist ein völlig... Was? Nationalstaaten haben Interessen. Sie, ja, wer ist mit Sie gemeint? Erstmal die deutsche Regierung, die die Konkurrenzfähigkeit des deutschen Kapitals erhöhen wollen. Also so verhalten sich nun mal rational agierende Nationalstaaten erst recht in einer Währungsunion, in der du durch Lohndeflation Vorteile erreichen kannst. Und wir haben gerade auch noch 88 Zuschauer. Ich habe gerade einer in den Chat. Das ist bestimmt eine Dog-Whistle. Ja, fix. Also wir haben jetzt alle Nazis versammelt, ja. Und wer hat nicht, hat es ja gerade schon gesagt, Jay Riddle im Chat, der muss ja laut den Wokies auch so schon so eine Art Rechtspopulist oder so wahrscheinlich sein. Fix, ja, der ist vor allen Dingen Antifeminist. Das ist schon confirmed. Ja, ich hatte letztens gesehen, dass Shoyoka was gegen ihn geschrieben hatte auf Twitter, aber er ist ja auch nicht so häufig in diesen Woken-Threads wie beispielsweise KuchenTV oder Nemesis. Ja, aber er setzt es natürlich drauf an. Also das Anti-Wokeness ist ja sein Bread and Butter sozusagen. Wir ja mehr oder weniger auch dadurch, dass wir jetzt solche Streams hier machen. Das stimmt. Naja, die Leute, die im Klassenkampf gegen uns stehen, nämlich die kapitalistische Klasse, die andere Klasse einfach. Und sie denken sich einfach die... Hikikimori... Ja, kannst Oha. Du bitte den Chat nutzen, um mit mir zu quatschen und nicht mit anderen Leuten im Chat? Der Chat beschwert sich immer noch über deine Lautstärke, kriege ich gerade rein. Also, okay. Aber es war jetzt nur noch einer. Also Chat, ihr müsst schon euch schon mal entscheiden, ob einer zu laut ist oder nicht. Also ich höre Marco, Test. Und ich höre Dara und ich finde, dass beide gleich laut sind. Also bin ich jetzt wesentlich lauter? Ja, du bist gut, finde ich. Also okay. Chat, weil das ist halt eigentlich eine Regel im Chat. Ne? Deswegen immer so Gespräche untereinander bitte lassen, sonst sehe ich halt einfach nur so riesige Blöcke. Da schreibt einer so, jetzt ist gut, das kann jetzt so gut, dann okay. Lassen wir das jetzt so. Blöcke, die an irgendwen gerichtet sind und irgendwann fangen halt 5 Leute an mit anderen 5 Leuten. Der Narzissmus. Chat ist vollgespannt. Wieso so? Wieso Narzissmus? Redet nicht, ja, weil er mahnt jetzt, also Hikikomori, den kenne ich auch, aber er ermahnt ihn jetzt, dass die Leute im Chat nicht gefälligst miteinander zu schreiben haben, ja, sondern immer nur mit ihm. Das heißt, Nachrichten sind gefälligst an den Streamer zu richten und nicht an andere Chatter. Also das Thema, es muss an Dara gerichtet sein. Sie sollen nicht miteinander reden, während er redet. Also er sieht das als eine Art Majestätsbeleidigung. Das ist schon, also das ist wirklich narzisstisch. Das wäre ja total überfordert, wenn jeder hier an mich schreiben würde und ich dann auf jede Nachricht antworten müsste. Ja, sie hat gesagt, hey, Agitator, so und so. Agitator übrigens, ja.
also Arbeitgeber, nennen wir einfach Arbeitgeberverband. Ja? Die haben einfach ein Interesse, dass es... Das finde ich viel besser. Die haben kein Interesse daran, dass es einen Sozialstaat gibt, weil der macht uns, sie ihnen gegenüber, unerpressbar. Das heißt, diese Leute sehen den Sozialstaat, das ist ein Dorn im Auge für sie. Und sie wollen den loswerden. Jetzt kannst du aber den Sozialstaat nicht loswerden, weil du den Menschen nicht erklären kannst, hey, wir werden euch... Olaf Scholz hat es ja mal in einer öffentlichen Talkshow, auf die müssen wir auch noch mal reagieren, gesagt, dass die Agenda 2010 eine Verschwörungstheorie sei. Mhm. Genau so argumentiert Dara gerade. Oh nein. Wenn wir auch irgendwann mal einen Stream Zeit haben, dann suche ich diese alte Talkshow nochmal raus. Ich habe da mal auf meinem Erstkanal, ist eine ganz alte Reaktion, mal drauf reagiert. Ist ein kurzes Video tatsächlich auf meinem Erstkanal. Könnt ihr auch mal raussuchen, aber da muss ich auf jeden Fall meine ganze Reaktion zu machen. Das ist so, was Olaf Scholz damals behauptet hat. Da ist er dann danach Finanzminister geworden als Belohnung für diese, ja, für solche grotesken Auftritte 2017. Ich jetzt alles sozial. Okay, obwohl das von Mengs ausgeht. Kannst du Mengs sagen, sorry, diskutiere nicht mit dir. Ich diskutiere mit Dara. Kannst du machen. Leistungen streichen, weil da werden die Menschen auf die Barrikaden gehen und werden sagen, what the fuck, mach das bitte nicht. Also, was haben sie gemacht? Per RTL und Co., also mit diesen ganzen Privaten. Du, Dara, aber sonst müsste man sich auch auf einer anderen Plattform connecten. Das ist ja, du kannst die Leute anflüstern, das geht auf Twitch. Wenn das nicht geht, ja, dann Pech, dann gibt es eben keine Diskussion. Also, sorry, aber der Chat hier ist ja jetzt erstmal meiner. Das ist der Hass-Argument jetzt wirklich, dass die Leute nur mit ihm reden sollen. Ja, ja. Sie haben einfach nicht untereinander vor ihm zu reden, ja. Also, ich hatte bei der ersten Reaktion auch bei Proletopia ja schon mal reingeschaut und ich habe das gar nicht verstanden, als Dara sich da bei seinem Chat beschwert hat, aber das ist ja tatsächlich unfreiwillig komisch. Redet, wie diese ganzen Hartz-IVler einfach faule Leute sind und wie sie einfach nutzlose Kerle. Ich kann leider kein Französisch. Also der Spart bin ich, hat hier gerade einer Le Chat es moi gemacht. Also wie gesagt, ich kann kein Französisch, war jetzt wahrscheinlich scheiße ausgesprochen, aber. Alle sind und hin und her. Ja. Zuerst haben sie die Propaganda geschoben und dann haben sie gesagt, okay, und jetzt holen wir Flüchtlinge in dieses ganze System rein und sagen. Mhm. Jetzt holen wir die Flüchtlinge. Also wie denn? Also die haben dann gesehen. Ja, indem man Syrien beispielsweise Terroristen bewaffnet, um Assad zu stürzen. So zum Beispiel. Ja, ja, man braucht ja nur die Ereignisse. Das erzeugt ja automatisch Flüchtlinge. Ja. Oder indem man in Libyen Gaddafi wegbombt und dann nach dem Bürgerkrieg in Syrien schon ein paar Jahre tobte, dann die Rationen für die Flüchtlinge in den Lagern im Libanon kürzte. Also das hat man ja alles gemacht. Das denkt sich ja keiner aus. Also das sind ja alles Handlungen, die wurden von der Politik betrieben. Mit welcher Intention das jetzt alles gemacht wurde, darüber kann man sich streiten. Aber ich glaube für... Ja. Also ich habe den Anschein, dass einfach Dara hinter... Also alles, was über mehr als zwei Ecken oder Ebenen geht von Dingen, die man in die Wege leitet, für ihn dann einfach schon Verschwörungsglaube. Also wenn nicht etwas direkt, ja, also wenn du nicht direkt Aktion und die direkte Reaktion hast, alles, was darüber hinausgeht, ist schon Verschwörung. Ja, wahrscheinlich. Also du brauchst ja nur sagen, Nationalstaaten haben Interessen. Okay, da lauf. Das habe ja ich damals falsch gemacht. Ich habe ja einfach nur gesagt, ja, der Westen hat gewisse Interessen im Ukraine-Krieg. Verschwörungstheorie. Mhm. Nationalstaaten haben überhaupt keine Interessen. Denen geht es um Demokratie und Freiheit und alles andere. So, ja, was ist dann Daras Position, wenn er sagt, Nationalstaaten haben Interessen, sei eine Verschwörungstheorie. Oder Nationalstaaten würden entsprechend ihres Interesses handeln. Das ist die Grundannahme des Realismus. Das ist die wichtigste politikwissenschaftliche Denkschule, die es gibt. Also, was soll man dazu sagen, wenn jemand das einfach leugnet und so tut und das dann als Verschwörungstheorie deklariert? Dann ist, denkt euch im Chat selber aus, was derjenige dann ist. Ich will hier nicht beleidigend werden. Wir müssen